Das gewinnen wir, glaube ich, jetzt. Wir haben nur noch diese. Und die zählen alle eins, glaube ich. Drei Augen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. Das reicht nicht. Wir kommen, glaube ich, nur auf 23. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und wie ihr seht, sind wir immer noch in Oxenfurt. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, wenn wir schon mal hier sind, dann spielen wir auch eine Runde Gwynt gegen den Tavernenwirt. Und da rennen wir mal hin eben. So, wir haben auch ein Anschlagbrett hier. Da. Aber das gucken wir uns ein andermal an. Wir wollen Gwynt spielen. Und da ist er wohl. Lang lebe der König. Und das ist Stjepan. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Erstmal schauen wir, glaube ich, was er im Angebot hat. Darf ich mich mal umsehen? Ja, der hat nämlich ein paar Karten im Angebot, das ist wunderbar. Der Zwergenscharmützler Skoyatel. Der Mahakampfverteidiger Skoyatel. Vrihat Brigade Skoyatel und... Das Horn des Kommandanten. Neutrale Karte. Das heißt, die können wir in jedem Deck einsetzen. Wunderbar. Und dann legen wir mal los hier. Spielst du Gwynt? Nicht gegen jeden. Und immer um hohe Einsätze. Gegen dich vielleicht. Ja. Hohe Einsätze heißt? Ich spiele zu deinen Bedingungen. Okay, kein Einsatz. Keine Ahnung. Ja, wir weisen mal. Was war das nochmal für eine Karte? Ah, hier, genau. Horn des Kommandanten. Und eine Finte. Finde ich gut. Wir haben eigentlich viel zu viel Karten. Wir haben eigentlich viel zu viel Karten. Fernkampf. Bin echt am Überlegen, ob wir ein paar von diesen Karten rausnehmen hier. Aber alle will ich auch nicht rausnehmen. Jetzt haben wir 27 Karten. Nur drei Sonderkarten auf jeden Fall. Ja, und 22 Einheitenkarten sind Pflicht. Interessant. Das bedeutet, dass unser Gegner... Ihr habt es gerade gesehen. Der hat nur 23 Karten auf der Hand, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Oder ist das... Oder 23... Wir werden es gleich sehen. Catwin Belagerungsexperte. Den hasse ich. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch 17 auf der Hand und er hat 15 auf der Hand noch. Das heißt, er spielt auf jeden Fall mit weniger Karten als wir. Und wir haben ja hauptsächlich nur Nahkämpfer. Das ist unpraktisch. Sehr unpraktisch. Na gut, dann mal los. Den holen wir uns gleich ab. Er setzt gleich noch einen. Ja, den holen wir uns auch ab.
So, er setzt einen Feuerskorpion und wir setzen direkt mal. Wir machen es jetzt. Wobei, er könnte sich die auch wieder abholen, ne? Er könnte sich die auch wieder abholen. Ja, wir machen es trotzdem. Das dachte ich mir, dass ich die direkt abholt. Arschkrampe. So, wir sind am Zug. Wir gucken mal, dass wir die Runde gewinnen hier. Okay. Was machen wir? Wir haben noch die, also wir können noch zwei Karten holen. Ah, vielleicht hätten wir das gleich machen sollen. Wir passen. Ob das schlau war, weiß ich nicht genau. Und er holt sich gleich mal zwei Karten. Wir setzen erstmal eine. Die Yennefer von Wengerberg. Ja, super. Und damit kann er gleich zwei Karten legen, der Arsch. Haut da oben 17 Augen raus. So ein Penner. Der hat einfach die... Der hat super Einheitenkarten, der Penner. Da haben wir ja gar keine Chance gegen. Wir müssen die Runde jetzt gewinnen, vor allem. Deshalb setzen wir jetzt mal... Moment, was kann die? Die kann doch... Ach, scheiße. Ich habe gedacht, wir können uns die Finte wieder rausholen. Kacke. Egal. Somit konnten wir auch mal zwei Karten gleichzeitig setzen. Und der Gegner passt. Das ist eine interessante Information. Wir müssen jetzt fünf Augen setzen. Und dann neige ich jetzt fast dazu, wenn der jetzt gepasst hat, dann kann der ja nicht mehr, oder? Ah ne, Moment, damit mache ich eine Stärke. Das wäre unschlau. Das heißt, wir müssen selbst hier irgendwie fünf Augen setzen. Wen nehmen wir da? Nahkampf oder? Ne, Nahkampf haben wir nur noch wenige. So, jetzt können wir aufpassen. Und die letzte Runde beginnt. Und wir müssen wieder anfangen. Und da wir diese Karte eh setzen müssen irgendwann, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Der kann sich die immer abholen dann. Wenn er eine Finte hat. Komm, wir fangen mal mit Keira an. Mhm. So geht das aber nicht, du Arschkrampe. Penner. Aber soll uns jetzt bei den Bogenschützen nicht so sehr stören?
Wir machen weiter hier mit unseren Fernkämpfern. Ja, auch. Wir auch. Ja, scheiße. Das ist nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Gar nicht gut. Vielleicht aber doch. Er nimmt die Dinger raus. Das ist ziemlich scheiße, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich scheiße. Das ist richtig scheiße. Aber so richtig scheiße. Ich glaube trotzdem, dass wir das gewinnen. Na super. Das gewinnen wir, glaube ich, jetzt. Wir haben nur noch diese. Und die zählen alle eins, glaube ich. Drei Augen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. Das reicht nicht. Wir kommen, glaube ich, nur auf 23. Was macht er denn jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht? Also jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wir doch noch gewinnen. Weil er das versemmelt hat gerade. Und wir jetzt nämlich das Horn des Kommandanten haben und jetzt nur noch 5 Augen dazu kriegen. Das hat er versemmelt. Das hätte der locker gewonnen normalerweise. Also sowas Bescheuertes. Gut, wir haben es gewonnen. Das, also. Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre der Olivier, der Tavernwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. Ja, der hat da fast nur Einheitenkarten gehabt, also... Gut. Wir haben gewonnen. Wir gucken uns mal unsere neue Karte an. Eine Krone? Da, eine Heldenkarte. Jennifer von Wengerberg. Und die kann, ja, wir können eine weitere Karte aus dem Ablagestapel wählen. Die fügen wir gleich mal hinzu. Und die zählt als Einheitenkarte, wenn ich das richtig sehe. Und das bedeutet, wir können eine Einheitenkarte rausnehmen. Und dann nehmen wir hier eine von den Arschkrampen raus hier. Hier Belagerungsexperte. Und dann haben wir da nur noch 2 von. Wunderbar. Ja, so. Hätten wir das auch wieder ein weiteres Gewinnspiel gewonnen. Und wir kommen unserem Questziel damit einen Schritt näher. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der nächsten Folge sind wir dann zurück beim Baron und schauen mal, wie es da weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.